Bevor wir beginnen, darf ich Sie aufs Hygienekonzept der Stadt Passau hinweisen. Also, ihr seht schon, das hat überhaupt nicht hin. Das ist schon mal sehr schön. Aber das haben wir ja als Problem bei der Einlieferung zu unserer Jahresausstellung, dass keiner weiß, was 30 cm sind. Und ich gehe schwer davon aus, dass auch keiner weiß, was 1,50 Meter ist. Also die Regeln haben wir ja mittlerweile seit einem Vierteljahr immer die gleichen und es ist schön, dass wir wieder ausstellen dürfen. Wir bedanken uns ganz herzlich nachdem bei der Stadt, vor allem bei der Verwaltung, dass sowas ermöglicht wird. Also darum bitte alles einhalten, 1,50 Meter Abstand. Es dürfen im Raum nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig sein. Beim Eingehen hat es registriert, das haben wir schon hinter uns. Beim Rausgehen bitte die andere Tür verwenden. Die zweite Tür, das Entschädigung quasi jeder schon bereit nehmen. Das fällt mir nur, ich weiß, habe ich was vergessen? Habe ich nichts vergessen. Gut. Dann darf ich an Herrn zweiten Bürgermeister Andreas Rother um sein Grußwort. Jetzt und beim Reden hört man nur die Masken oben aus. Beim Reden hört man die Masken oben aus. Der Redner ist Gerhard Sobotka. Lieber Herr Staatsminister Sieber, lieber Herr Kaiser, Herr Regierungsvizepräsident Dr. Graf, lieber Hubert Huber, liebe Künstlerinnen, liebe Künstler, liebe Gäste, ich darf Sie euch alle ganz herzlich im Namen der Stadt Passau, im Namen des Oberbürgermeisters in unserem schönen Kulturmodell willkommen heißen. Sie sehen, wie wichtig es der Stadt ist. Wir haben alles aufgeboten, was wir zu bieten haben. Die gute Seniorleiterin, die Frau Dr. Lechner, sehen Sie es auf. Kulturreferentin Dr. Forster und dann Kulturleiter Herr Matschiner. Es ist eine große Freude und eine große Ehre, dass der BBK seine Jahresausstellung bei uns in den schönen Räumen macht und die Räume dadurch zu großem Glanz erstrahlen lässt. Ein herzliches Vergeltsgut an dich. Ja. Ich darf dir nochmal ganz offiziell im Namen der Stadt Passau gratulieren. Diese Eigner hat ja die Verfassungsmedaille des Vereins Bayern verliehen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hochverdient. Ein herzliches Dankeschön für die Organisation, dass wir in diesen schönen Räumen so viel Kunst erleben dürfen. Wir haben vor einigen Wochen da gewesen bei der ersten Veranstaltung, da waren wir zu fünft. Noch die deutlich strengeren Hygienemaßnahmen. Inzwischen werden es mehr. Wir sind froh, dass sie wieder was wird, dass die lebt, dass das Leben wieder zurückkehrt in die Räume, dass die Kunst wieder lebt. Ich möchte es relativ kurz machen. Ich darf der Veranstaltung natürlich einen großen Erfolg wünschen. Ich darf den Künstlerinnen und Künstlern einen großen Erfolg wünschen und ich darf alle Besucher darauf aufmerksam machen. Sie brauchen keine Angst haben, wenn sie sich in eines der Kunstwerke und Bilder verlieben. Sie dürfen sie nicht nur ansehen, sie dürfen sie auch kaufen. Insofern einen großen Erfolg vielleicht auch für die Künstler. Die Künstler brauchen auch diese Erträge wieder, um ihrer Passion, ihrer Energie nachzugehen. Deswegen hoffe ich auch natürlich, dass die Künstler ein bisschen was davon haben. Eine schöne Ausstellung, einen schönen Abend und ein wunderschönes Wochenende. Dankeschön. Natürlich ganz besonders freut, dass unser Kunstminister heute zu uns gekommen ist. Er hat sich spontan entschieden, letzte Woche, dass geht. Das ist natürlich ganz toll, weil ohne seinen Einsatz auf bayerischer Ebene, Bundesebene, würden wir heute nicht so dastehen, wie wir dastehen. Wer es nicht weiß, Bernd Ziegler war am Anfang der Pandemiezeit der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz in Deutschland. Also alle diese Maßnahmen, die bei den Künstlern gegriffen haben und noch greifen werden, hat er sehr viel dazu beigetragen. Ich kann auch nur sagen, dass wir als BWK ständig mit ihm in Kontakt waren, auf Landesebene, der Christian Schnurrer. Und es war ein tolles Angebot von ihm, wenn es nicht passt, sagt es uns, wir verändern es in eurem Sinne. Und genauso ist auch passiert, wir haben direkten Kontakt zum Kultusministerium. Und auch direkt zu Kontakt zu dir. Also das ist nicht selbstverständlich. Und ich weiß nur von Künstlern aus der ganzen Welt, die uns Bayern dafür bereiten. Und ich
Ich sage immer, Bayern ist einfach das beste Land der Welt. Dann kriegt man lang nichts. Dann vielleicht Baden-Württemberg, aber dann schon wieder lang nichts. Aber lieber Bernd, wir freuen uns, dass du ein Grußwort sprichst. Lieber Hubert, lieber Bürgermeister, lieber Sechsrat, lieber Regierungsvizepräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Ausstellung. Die Kultur ist wieder da. Und es war dringend nötig, dass sie wieder da ist. Denn wir haben wirklich alle gelitten, dass sie nicht da sein konnte. Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass wir jetzt dieses Wiederheranführen auch schaffen. Ich habe mir gerade mit ein paar von Ihnen unterhalten. Man spürt schon, gerade wenn es in die Innenräume geht, dass manche schon das hier zurückhalten sind. Da darf man sich nichts vormachen. Und ich hoffe, dass man jetzt mit unserem Programm Bayern spielt, das am Mittwoch jetzt dann beginnen wird, am Königsplatz in München, dass wir auch dazu ein Stück Beitrag leisten, dass diejenigen, die ein bisschen distanziert sind, auch wirklich sagen, ich will wieder, ich will kommen. Wir werden uns nächste Woche im Kabinett dann nochmal mit den näheren Bedingungen für die Durchführung von Veranstaltungen beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass wir wieder ein paar Schritte mehr gehen können, dass wir Veranstaltungen noch ein klein wenig einfacher durchführen können. Denn im Sommer mache ich mir keine Sorgen, das wird jetzt, glaube ich, ganz gut funktionieren. Vorsichtig muss man trotzdem bleiben, aber wir werden vor allem im Herbst dann schauen müssen, dass wir dann auch, lieber Herr Regierungsvizepräsident, genügend Leute haben, die durchgeimpft sind und die dann auch dann bei den Veranstaltungen, die dann naturgemäß nicht mehr so sehr frei stattfinden können, dass wir wieder besser hinbekommen können. Lieber Hubert, danke für die lobenden Worte. Das war längst nicht überall so in deinem Kollegenkreis, sondern es war eine ganz harte und eine sehr auch emotionale Debatte. Weil natürlich die betroffen sind, die darunter leiden, denen die Einnahmen wegfallen, da ist man natürlich anders betroffen und hat auch so seine Sorgen. Wenn halt bestimmte Dinge nicht durchgeführt werden können und das, was der Bürgermeister gesagt hat, dass die Dinge nicht verkauft werden können. Das ist nicht so ganz einfach gewesen. Übrigens, herzlichen Dank an die Stadt Passau. Drüben haben sie eines der ersten Veranstaltungen mit durchgeführt, weil halt schon mal ein Konzert da stattgefunden hat. Und dann haben wir gesagt, dann ist es ein Konzertsaal. Und dann haben wir das halt durchführen können. Den Pragmatismus hätte ich mir in anderen Worten auch gewünscht. Ehrlich gesagt, weil man da vieles hat durchführen können und gemacht hat, aber wo man mutig war, das anderswo noch viel, viel zurückgehalten und viel, viel bürokratischer halt auch durchgeführt worden ist. Wir haben in der Tat eine Reihe von Programmen mit gehabt, die wir immer auch über dafür wirklich herzlichen Dank. Der Christian Schnurrer war uns ein wichtiger Verbündeter und viele andere auch. Dann natürlich in einem Prozess des Lernens auch immer wieder angepasst haben. Und das war für uns alle ein Prozess des Lernens, weil wir hier tatsächlich so eine Situation noch nie gehabt haben. Und wir haben da festgestellt, dass viele auch Schwierigkeiten haben beim Antrag ausfüllen, beim Antrag stehen. Wir haben es überall versucht, möglichst niederschwellig umzusetzen und herzlichen Dank über Helmut Graf an die Regierungen, die das auch wunderbar durchgeführt haben. Das möchte ich einmal deutlich sagen. Wir haben jetzt im Freistaat Bayern 50 Millionen Euro schon ausbezahlt. Es werden noch viele Millionen mehr kommen als Künstlerhilfe. Wir werden mit dem Ministerpräsidenten am kommenden Donnerstag auch die ersten Stipendienprogramme veröffentlichen. Wir haben jetzt auch 10 Leute, die symbolisch für ganz Bayern stehen, wo wir nochmal gerade für die Berufsanfänger 5.000 Euro nochmal auszahlen können. Auch das wird nächste Woche kommen, um eben hier auch den Anschluss sicherstellen zu können. Wir haben, glaube ich, ganz gelungenes Spielstättenprogramm, jetzt das Stipendienprogramm. Wir haben für die Künstlerinnen und Künstlerprogramme auflegen können. Die sind jetzt auch verlängert worden bis zum 31.12. werden spätestens übernächste Woche dann auch beantragbar sein, weil wir eben wieder ein paar Änderungen haben, weil wir wieder umprogrammieren mussten, weil Bayern Kreativ halt dann auch wieder ein bisschen braucht, bis es dann alles umgesetzt ist dann auch. Aber letztlich ist der ganz große wichtige Punkt, Kunst und Kultur können wieder stattfinden und wir alle können es wirklich auch genießen. Gestern in Straubing, wo Dr. Franz und Hasen Ritter Stiftung Hans Fischer toll ausgezeichnet hat, sie haben sich in der PEP heute auch mitgelesen, ein großer Beitrag dafür. Und ich hoffe, dass wir da jetzt einfach die nächsten Schritte gehen, dass vieles von dem, was wir uns wünschen, einfach normaler wird. Wir als Kunstministerium, ich als Kunstminister, werde alles dafür tun, dass es besser und einfacher und unkomplizierter wird, weil wir das eben auch brauchen. Viele sitzen nicht rein. Ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Woche dann die Genehmigung kriegen. Und die Kunstprofis gesagt, dass wir 1.000 Leute haben. Wir haben jetzt dann ab dem 1. Juli das Programm. Da
der Bundesregierung, dass wir da mit den Länderministern gemeinsam abgearbeitet haben. Dafür fallen fast 400 Millionen für Bayern ab, umzusetzen durch die Regierungen. Das wird so ganz einfach sein, aber nutzen Sie die Dinge bitte auch, als ganz, ganz wichtig sein. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt viele technische Dinge gesagt habe. Jetzt sollen wir es einfach gemeinsam genießen, dass Kunst und Kultur wieder zurück sind. Und Hubert, herzlichen Dank. Du warst wirklich auch ein wichtiger Ratgeber in diesen Zeiten jetzt auch. Und wir haben vieles dann ansetzen können und umsetzen können. Und jetzt genießen Sie einfach alles Gute. Lieber Hubert,
lieber Gerd, Herr Bürgermeister, lieber Vizepräsident, verehrte Gäste und Künstlerinnen und Künstler, mich freut es, dass ich heute da sein darf, dass ich unseren Bezirkstagspräsidenten Dr. Olaf Heinrich vertreten darf. Ich darf Ihnen alle auch die besten Grüße übermitteln. Ich hätte gern selber kommen wollen, aber ja, jetzt überschlagen sich natürlich die Ereignisse und die Veranstaltungen und somit darf ich als örtlicher Mandatsträger heute dabei sein. Ich habe ein wunderbares Grußwort vom Bezirk gekriegt. Ich nutze die Grußworte weil gern, dass man ins Außerzirk und dann in meine eigenen Worte umschreibe und das habe ich gestern Vormittag gemacht. Und in der Zeit, wo ich dort sitze und habe dann angefangen, ist über mein Handy eine Tickermeldung reingekommen mit Bombenangriff auf deutsche Soldaten in Mali. Mir ist eiskalt der Buckel gelaufen und war geschockt. Und Sie werden es jetzt wahrscheinlich fragen, warum erzählt er das jetzt bei der Veranstaltung, weil es ist halt passiert, während des Russlands schon mal. Mein Bruder ist vor drei Wochen reingekommen als Soldat und ist genau dort an dem Standort eingesetzt, wo die deutschen Soldaten verwundet worden sind. Und da sieht man, wie schnell das, wo wir jetzt von Einschränkungen erlebt haben, plötzlich alles unwichtig ist, wenn es um Menschenleben geht und um andere Sachen. Nach drei langen Stunden habe ich von meinem Bruder eine Rückantwort auf mein WhatsApp gekriegt. Ihm geht es gut, er war nicht beteiligt. Ich hoffe, dass den verwundeten Soldaten auch bald wieder gut geht. Ich möchte aber jetzt den Bogen zur Veranstaltung schlagen. Und wie gesagt, ich war dann eigentlich auch von der einen auf die andere Minute froh, dass wir heute da drinnen zusammenkommen können, dass wir miteinander diese Ausstellung eröffnen dürfen und miteinander feiern können. Wir Grußworttrainer, wir können sagen, was wir uns mir vorstellen, dass wir so ganz frei, ohne Einschränkungen, nur auf die Zeit sollen wir ein bisschen schauen. Sie als Künstlerinnen und Künstler dürfen bei uns im Land ohne politische, gesellschaftliche oder religiöse Einschränkungen gerne Kunststücke, gerne Kultur darbieten und es ist leider nicht überall so oft dabei. Das haben wir da gestern auch wieder gesehen. Und mir ist das durchaus bewusst dort, die vergangenen Monate waren für die Kultur sehr schwierig. Diese Einschränkungen waren schwierig und das hat die Kulturbranche wahrscheinlich so getroffen wie wenig andere Branchen, wenn man in Gast reinschaut, ein bisschen ähnlich. Ich selber bin Elektro-Großhandel im Außendienst. Ich weiß momentan gar nicht, wo ich mein Material herbringen soll, dass ich meine Kunden irgendwo beliefert. Also es gibt wieder auch ganz andere Beispiele, aber bei den Künstlern und Künstlern sind nicht nur die Einnahmen abgegangen, sondern auch die Wertschätzung, Lerne, demokratische Gesellschaft, die sich offen und mit Respekt vor dem anderen ihre Themen stellt und sich damit auseinandersetzt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, eine bestens besuchte Ausstellung mit begeisterten Besuchern und vor allem allen Gesundheit. Und dir nochmal persönlich Gratulation zur Auszeichnung und herzlichen Dank für die wunderbare Arbeit, die du leistest. Danke. Ja, lieber Josef Heiser, alles ermöglichen, was die Förderrichtlinien vorgeben. Ich kann mir auch nur meinen Vorrednern anschließen. Ich wünsche der Ausstellung viele Besucher, nicht nur Besucher, sondern auch Käufer. Und nochmal herzlichen Dank an Sie, dass Sie diese schöne Veranstaltung organisiert haben. Insgesamt merkt man schon, dass die Leute die Kultur nach diesen langen Monaten wieder wie einen Schwamm aufsaugen. Und ich kann nur sagen, meine Frau und ich nehmen jetzt diese Kulturveranstaltung natürlich mit wachsender Begeisterung wieder wahr. Also herzlichen Dank nochmal.